Hallo zusammen, Daniel hier von Urban Experience und heute zeige ich dir, wie du in 15 Minuten deinen eigenen Blogpost schreiben lassen kannst mit der Power von AI. Vielleicht ging es dir so wie mir. Ich tat mich immer recht schwer, Blogposts zu erstellen oder auch Ideen zu finden für Blogposts. Und ja, man muss sich ein Thema überlegen, man muss recherchieren, man muss dann den Beitrag schreiben und nochmal Korrektur lesen. Und das ist schon ein sehr zeitaufwendiger Prozess und ja, hat bei mir immer sehr lange gedauert. Ich bin dann vor ein paar Monaten auf das Tool von Jasper, früher Jarvis, gestoßen. Und arbeite mit dem jetzt tagtäglich und muss wirklich sagen, das ist ein mega, mega Tool und es erleichtert den Alltag total im Marketingbereich. Sei es jetzt Social Media Posts erstellen oder wenn ich hochwertige Blogbeiträge schreiben lasse oder sogar komplette Landingpages mit Texten befüllen möchte. Hilft mir das Tool enorm weiter. Und ja, ich zeige dir jetzt, wie du einen Blogpost Schritt für Schritt erstellen lassen kannst. So, jetzt sind wir direkt hier auf dem Dashboard von Jasper. Und wie man hier gleich sehen kann, gibt es hier verschiedene Templates. Gehen wir direkt mal drauf. Und zwar, wir wollen ja einen Blogpost erstellen. Und da fangen wir einfach mal mit einem Dokument an. Blogpost Workflow gibt es hier. So, als erstes müssen wir das Thema oder um was es geht in diesem Blogpost kurz beschreiben und am besten so gut wie möglich umschreiben. Wir nehmen jetzt einfach mal ein Thema, schreibe okay, probieren wir das mal. Kann man hier noch ein Keyword eintragen? Sport nächsten Schritt wollen wir eine Headline. Das heißt, wir gehen auf Continue. Entweder man kann jetzt selber eine schreiben oder man kann eine sich generieren lassen. Ja, ich gehe mal mit dem hier. Und einen Intro-Paragraph für den Blogpost lassen wir auch mal direkt schreiben. Okay, das klingt gar nicht schlecht. Also jetzt gehen wir auf den Editor. Und jetzt sehen wir hier oben den Titel, den wir ausgewählt haben. Hier geht es um die Description. Und jetzt können wir hier noch Tone of Voice. Ich nehme hier gerne einfach Witty. Okay, und jetzt nehmen wir einfach mal die Headline hier oben. Schreiben das oben hin als Headline. Machen das als H1. Okay. So, jetzt gehen wir hier. Es gibt hier oben einen Power Mode. Das sind alle Templates, die Jasper hat nochmal aufgelistet und man kann jetzt hier eine Blog-Post-Outline wählen. Jetzt schreiben wir hier mal den Titel, den wir hier haben und dann Tone of Voice, Witty und jetzt soll er uns mal mal eine Outline ausspucken. So. Lass mal einfach nochmal laufen, wenn jetzt nicht so prickelnd. Das ist jetzt viel besser. Also man muss da auch immer mal wieder ein bisschen spielen und ja, schauen, was Jasper hilft. Er lernt ständig dazu. Wenn ich jetzt zum Beispiel was gar nicht cool finde, kann ich das auch
hier als negativ oder in den Move to Trash, dann signalisiert es direkt, okay, die Art und Weise, wie er das geschrieben hat, ist nicht cool und wird beim nächsten Mal bessere Beiträge schreiben. Okay, jetzt hätten wir hier mal 5 Themen oder sogar 6 Themen. Als nächstes lassen wir jeweils zu jedem Thema einen kurzen Blogpost schreiben und fügen das dann hier ein. Also, ich gehe auf dieses Template One-Shot Blogpost, mega cooles Template. Ich gebe hier Titel ein. Gehen wieder auf Witty und wen wollen wir ansprechen? Ich schreibe jetzt mal hier Parents. So. Okay, wir haben jetzt einen englischen Output bekommen. Ist für mich jetzt gar kein Problem. Ich finde den Inhalt richtig toll, ansprechend. Wir haben jetzt hier eine Einleitung. Wir haben hier ein Blogbody über die Vorteile und noch ein Fazit. Richtig cool. Das fügen wir jetzt hier ein. Über diesen Pfeil. Dann muss direkt ins Dokument einfügen. Das raus. Hier machen wir jeweils eine H3 draus. Die verschiedenen Unterpunkte. So, und dann gehen wir mal weiter zum nächsten Beispiel. Okay, schauen wir mal, ob es wieder auf Englisch ausspuckt. Auch sehr cool, was er dann jetzt geliefert hat. Auch wieder auf Englisch. Kein Problem, ich zeige euch gleich, wie man das am besten übersetzen lassen kann. Ich finde die Überschrift auch besser als die hier oben. So, das ist unsere H2. Okay, so haben wir jetzt schon die ersten 2 Themen abgedeckt. Und zwar gehe ich jetzt so vor, ich kopiere diesen Text mir raus, gehe zu deeple.com, füge ihn ein, lasse ihn übersetzen und der muss natürlich nochmal Korrektur gelesen werden, aber füge ihn hier wieder ein und so gehe ich mit dem hier unten auch vor. Füge den in DeepL ein und lass ihn dann für mich übersetzen. Sieht relativ gut aus schon. Ich werde auf jeden Fall nachher nochmal drüber gehen und den Text anpassen. Aber so hat man schon mal ein super Gerüst, wie man einen Blogpost
erstellen kann. Wir haben jetzt schon über 1000 Wörter für diesen ersten Post, haben die ersten zwei Themen abgedeckt und dann kann man den nächsten vier Themen mit denen weitermachen und den kompletten Post erstellen lassen. Anschließend gehe ich nochmal drüber und schaue, was ich noch abändere. Ich lösche noch Wörter raus, ich stelle die Sätze noch ein bisschen um, aber man hat hier ein mega cooles Grundgerüst, man hat Ideen zu den Themen und ja, also ich finde es sehr, sehr cool. Ich arbeite hier richtig gern damit. Und falls du jetzt Jasper auch mal testen möchtest, kannst du in meiner Description einfach schauen. Da gibt es einen Link, wo du exklusiv 10.000 Wörter kostenlos testen kannst. Freue mich, wenn du mir ein Like oder einen Kommentar da lässt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video.